Juan Daniel. Genau. Hallo. Hi. Ich habe 10 kurze Fragen und möchte dich bitten, die auch ohne groß nachzudenken zu beantworten. Also, du meinst so aus der Pistole raus, so, genau. Was ich als erstes denke. Genau. Okay, dann bin ich ja gespannt. Ganz wichtig hier in die Kamera. Mir wurden die Fragen nicht vorher geschickt oder gesagt. Richtig? Richtig. So sieht's aus. Welche Musik hörst du privat? Pop oder Rock oder Schlager? R&B. Spielt die Sprache eine Rolle? Deutsch oder Spanisch? Oder Englisch? Nein, spielt keine Rolle. Aber hauptsächlich ist es viel Englisch und Spanisch. Hast du einen persönlichen Lieblingssänger, Lieblingssängerin? Oh, schwere Frage, nein, nicht. Ein Idol, ein Vorbild für dich ist? War immer Michael Jackson als Kid, definitiv. Das beste Album aller Zeiten? Boah, das ist definitiv. Thriller, fand ich super, super stark. Ja, Thriller. Ganz aktuell, gibt's da was? Man hört, ich höre echt keine Alben auch leider mehr. Nee, tatsächlich nicht, nein. Der beste Song aller Zeiten? Auch Thriller? Nein, nicht Thriller. Das sind leider zu viele. Aber ich habe von Michael Jackson hauptsächlich dieses They Don't Really Care About Us, weil ich die Message so schön finde, wie er immer viele Themen gut angesprochen hat in der Musik. Aktueller Lieblingssong? Corazon, nein, Spaß. Lieblingssong. Oh, ich höre so wenig Musik in letzter Zeit. Ich bin froh, wenn ich mal Ruhe habe. Okay. Kaufst du noch Tonträger oder streamst du nur noch? Ich streame hauptsächlich, aber Musiker und also Künstler, die ich unterstütze direkt, da kaufe ich immer über iTunes die Songs, weil dann bleibt was hängen. Über Streaming bleibt nichts hängen. Das erste Konzert, bei dem du warst, war? Spice Girls. Und das letzte? Nein, schon nicht Spice Girls wieder. Das letzte war, boah, wegen Corona, so lange her. Ja. Aber ich glaube, es war Sting. Sting, toll. Das beste, größte, tollste Konzert aller Zeiten für dich, wo du persönlich warst? Ich bin jetzt kein Riesenfan von ihm, aber ich war da gewesen damals und das war Robbie Williams am Hocken am Ring, das war schon krass. Der hat krasser gerockt als ein Ed Sheeran im Hockenheimring, so einfach die Energie. Gibt es einen Musiker, eine Band, die du unbedingt noch live sehen musst? Ja, leider alle verstorben, die man gerne sehen wollen würde, aber Phil Collins finde ich also auch ein super Typ. Und privat gehst du lieber auf Clubkonzerte oder auf große Festivals? Lieber Festivals, definitiv. Und was würde dir mehr bedeuten, eine Nummer 1 in Spanien oder in Deutschland? In der Welt. Ach, das ist mir egal. Wirklich egal. Total egal. Also okay, das war's schon. Vielen Dank dafür. Muchas gracias an dich, an euch. Dankeschön. Ja.